Ich weiß nicht, ob man die auch erschießen kann, keine Ahnung. Wollte ich nicht, aber... Naja. Hat es nicht so viel gebracht. Entschuldigung! Wolltest du mal ausprobiert haben? Ob es wirklich geht, aber es geht anscheinend. Nicht, dass sie jetzt sauer auf mich sind, diese Viecher. Okay, das Teil ist nachgerückt. Oder ist das einfach nur, wenn du einen gewissen Bereich abgefahren hast, dass dann so dieser Punkt gekommen ist, jetzt kannst du nicht mehr zurück? Weißt du, dass der dann so sagt, so, ja, okay, er hat jetzt die Schwelle überschritten des Levelbereichs. Jetzt kommt, rücken wir nach und er kann jetzt nicht mehr zurück. Kann natürlich sein. Oh, jede Menge Holz, jede Menge Scrap Metal, nice. Feier ich ein bisschen. Die sagen, ja, nehm ich mal mit ein. Oh, ich hör's. Hey, wo ist er? Da, warte, warte. Toll, Leder, ich brauch Fett. Ich brauch Fett, Junge! Fett, Junge! Fett, Alter! Fett ist das! Fett fliegt weg! Boah, fliegt der Fett weg! Mann! So. Wie geil das Ragdoll. So. Attacke. Ist zwar schön Leder, brauchen wir wahrscheinlich später. Hat da Leder, hat da, hat da, hat da, hat da, Leder, hat da. Hat da Leder, hat da. Hat er Scrap Metal? Hat er. Da ist Holz. Wir sollten vielleicht nochmal eine Kiste bauen. Das wäre vielleicht nochmal ganz geil. Das wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Was brauchen wir denn nochmal für eine Kiste? Warte mal. Zwei Barren, ne? Dann mache ich nochmal vier Barren. Brennstoff. Fett haben wir nicht. Was ist das hier? Fertilizer. Studiwood. Okay. So, schauen wir mal. Können wir hier was mit Holz herstellen? Nee, ne? So. Okay, wir brauchen noch einmal Fett. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal. Irgendwie von so einem Tierchen. Ich würde es halt nochmal probieren bei denen, ob wir vielleicht davon auch Fett kriegen von denen. Weiß ich halt nicht. Aber anscheinend nicht. Bitte was? Ich habe nur nachgeladen. Ich frage für einen Freund. So. Dann lass doch nochmal zwei Kisten bauen. Eine vielleicht hier hin. Und die andere vielleicht hier hin. So. Dann können wir nämlich da auch ein bisschen was einlagern. Dann würde ich mal hier den Barren mitnehmen. Das Holz. Und hier das Leder reinpacken. Und vielleicht das hier. Dann machen wir hier eine Holzkiste. Kann ich das einfach mit... Wie kann ich das denn moven? Achso. So, so. So, Holzkiste. Und hier machen wir die Metallkiste. Sehr schön. Dann, ja, machen wir weiter. Erstmal Ressourcen sammeln, ne? Wohlgemerkt. Das ist jetzt erstmal so unsere erste Aufgabe. Jetzt haben wir jetzt ein paar Kisten. Es wächst und gedeiht, ne? Unser... Ich wollte schon gerade sagen, Bötchen. Aber wir sind ja nicht mehr unter Wasser. So, hier ist nochmal Scrap Metal. Wir haben, glaube ich, so viel Scrap Metal demnächst dann. Und Holz. Wir können eine eigene Stahlindustrie eröffnen. Na, wo hat sich das Hölzchen versteckt? Da hinten sehe ich da noch was. Guck mal einer an. Da ist nochmal Scrap Metal. Hallo. Ich frage mich auch, wie weit das so da hinten hingeht. Also wie weit man wohl da hinten runterreisen kann, wenn man sein Seil wohl erweitert. Weil ich weiß, dass
also durch Videos oder Bilder, was ich so gesehen hatte in meinem Trailer, habe ich gesehen, dass man wohl auch, wie gesagt, sehr, sehr weit noch reisen kann. In Sachen vom Zug weg. Wo ich aber gleichzeitig auch sagen muss, habe ich ein bisschen Angst, weil was einem da wohl erwartet auch. Weil wir haben ja auch in einer der Folgen gesehen, da sind hinten einige Kreaturen unterwegs. Und ich möchte nicht wissen, was sie mit einem machen, wenn man da in der Nähe ist. Da zum Beispiel so eine schöne Insel. Kann man vielleicht Holz abbauen? So. Also Holz, Metall brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen demnächst. Oh, voll geil. Oh, halt, stopp, nein! Ah, oh, Zug, bleib stehen! Oh nein, ernsthaft? Da muss ich erstmal dran gewöhnen. Rückwärtsgang! Da war Scrap Metal, das will ich mir nicht entgehen lassen. Und hier ist nochmal Holz. So schnell ist das dann passiert. Ich hoffe, das Ding kommt jetzt nicht. Ich will da dran kommen! So, jetzt aber. So, jetzt können wir wieder in andere Richtung. So. Choo-choo, Motherfucker! Immer schön gucken im Umkreis, ob man nicht was übersieht. So, und wahrscheinlich werden hier noch viel, viel mehr Ressourcen geben später. Also da wette ich mit, dass man auch hier viel, viel mehr findet später an Material. Wahrscheinlich wird es auch noch Schwefel und so ein Kram geben und später auch Schwarzpulver zum Produzieren. Alles das, was man so kennt, also was man so kennt von Survival Games, wird es hier wahrscheinlich auch geben. Aber ich dachte mir, komm, wenn ich das Spiel schon anfange zu spielen, weil ich das sehr, sehr interessant finde, dachte ich mir, nehme ich euch mal mit und zeige euch das auch mal. Vielleicht haben das einige auch gar nicht auf dem Schirm oder kennen das gar nicht. Und deswegen, komm, so lernt ihr auch mal ein anderes Spiel kennen oder so, anstatt die üblichen verdächtigen Survival-Games wie zum Beispiel Forest oder so. War immer überlegen, bei Forest vielleicht nochmal anzufangen. Obwohl ich da eigentlich so ein bisschen auch gespoilert bin. Durch Let's Plays, die ich mir angeguckt hatte. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, weiß nicht, so, dachte mir so, kennst du alles schon mal gesehen und so, weißt du? Oh, wir sollten mal so langsam was essen, glaube ich. Weil unten wird die Essensanzeige schon angezeigt, unten links. Mein Magen knurrt auch. So. Okay. Ich würde noch einmal hier gucken jetzt. Da habe ich doch noch was gesehen. Holz, Holz. Holz, Holz. Hier noch was hinter? Nö. Und da auch nicht. Und dieses... Und ich frage mich, ob dieses Depot oder eins von diesen Depots vielleicht nochmal kommt demnächst. Weil wir ja gerade schon einigermaßen hier unterwegs sind. Also schon eine gewisse Zeit jetzt vor allen Dingen auch. So, ich würde jetzt einmal hier einmal kurz breaken. So, essen, essen, essen. Trinken, trinken, trinken. Trinken, trinken. Und dann sortieren wir mal. Nein, das kann da rein, das kann da rein. Das ist okay. Wir haben schon mehr, als wie eigentlich in der Kiste reingeht. Hier auch. Kiste ist schon... Nee, warte mal. Hä? Doch, Container ist voll. Sweet Backpack Slot. Aha, ist ja interessant. Das heißt, wir haben schon so viel... Okay. Wir können den Ofen befeuern. Ich würde einmal den Ofen befeuern. Kann ich denn hier was rausnehmen? Take. Ach, change. Ach, so geht das.
Exchange. Wie viel geht denn, wie viel kann ich denn da maximal reinpacken? 5, oder was? Also 4, okay. Nur hier mal. Auch 5, okay, das geht nur 5, 5, alles klar. So, was wollten wir denn jetzt machen? Wir brauchen immer noch Fett, ne? Kam immer noch kein Tierchen bisher. Da ist auch nochmal Holz. Nee, Scrap Metal. Mein Gott, wir haben so viel Scrap Metal, ne? Wir können so viel Eisenbarren herstellen. Wo haben wir eigentlich die Schrauben und so? Ach, die haben wir schon verbraten. Stimmt ja. Soll ich es nochmal probieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das da unten rechts, was da angezeigt wird, das wird das hier sein, oder? Hm. Nur noch das Fett fehlt uns. Nur noch das Fett. Ansonsten können wir alles herstellen. Gier. Haben wir Gier eigentlich schon mal hergestellt? So, da waren wir hiervon. Achso. Haben wir doch. Alles gut. Haben wir doch da. Ein. Warum ein? Achso, weil wir nicht mehr so viel Scrap Metal haben. Ist doch gar kein Problem. Haben wir doch. Haben wir doch alles am Start. Haben wir doch alles am Start, Mann. So. Dann lassen wir weiter düsen, während wir gerade hier am Brutzeln sind. Holz. Holz. Gucken wir nochmal. Da Holz. Holz. Und Metal. So. Hier hinter ist doch irgendwas, oder? Ja, ich hab's ja gewusst. Doch gute Verstecke hier. Da ist auch noch was. Können wir uns tot mitschmeißen, ne? Wir können auch nochmal eine Kiste herstellen, vorsichtshalber. Die Kiste upgraden wäre geil. Aber dazu müssen wir erstmal wahrscheinlich die Phase von dem Research Table, glaube ich, ändern. Vielleicht kriegen wir da größere Kisten, ich weiß es ja nicht. Holz. Da ist gar nichts. Hm. Merkwürdig. So. Gerade geht's nicht so voran, ne? Ja. Liegt aber. Was? Oh. Okay. Frage ist beantwortet, ob wir nochmal ein Depot finden oder was auch immer das sein mag. Holy shit. Der Pfeil. Guck mir nochmal um, ob wir irgendwas finden. Die Musik kündigt es wieder an. So, hier ist aber kein. Doch, da ist noch Holz. Ja, ist doch gut, wie dramatisch einfach. Oh, ja, dramatische Musik. Ja, dramatische Musik. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist es ein unendlich Zeichen? Nee, was ist es? Hm. So, ich nehme mal die Barren mit. Wir können echt mal wieder. Echt mal wieder eine Kiste bauen, ne?
Warte mal. Nö, will ich noch nicht. Warte mal eben, ich will erst eine Kiste bauen. Oh nein, scheiße. Ich will nicht. Lass mich hier raus. Oh fuck. Herzlich willkommen im Phantasialand. Ganz vorne dabei. Haltet euch fest, es geht wieder los. Sollte ich vielleicht? Sollte ich ausrüsten? Ich bin mir nicht sicher. Oh, hier liegt ganz viel Stuff. Alter. Huch. Oh, fett. Ja, geil. Alter, ich sollte vielleicht doch erst eine Kiste bauen. Ich will erst eine Kiste bauen, Kinders. Warte mal eben. Ich baue nochmal eine Kiste. Habe ich. Habe ich am Start. So, warte. Da. Kann ich noch eine bauen? Ja, geil. Rotate. Wo ist vorne? Okay, so. Gut. Reicht, glaube ich, erstmal, oder? Nein, ist C. Was? Ach so, ich muss erstmal Barren haben. Ach so. Die habe ich gar nicht. Ach so, man kann auch so Blueprints bauen. Ach so, und wenn man die Barren dann hat, dann kann man... Ach so. Ach so, das ist ja cool. Okay, warte mal, aber wir haben ja trotzdem, hier ist ja noch nichts drin, ne? Ich frage mich, wie lange man wohl hier bleiben kann. Bis die dann sagen, ja, nee, du, pass auf, nee, so geht das nicht. Okay, den packe ich hier rein. So. Dann, das kommt da rein. Dann hier ist Holz drin, ist voll. Da ist nochmal Scrap Metal. Dann packe ich hier nochmal... Obwohl, das kann ich usen. Usen. Wisst ihr was? Ich baue noch eine Kiste. Ganz ehrlich. Wir können nicht genug Kisten haben. Und hier noch eine hin. So, Kistenmania. Alter. Ich hoffe, ich weiß nachher noch, wo alles drin ist. So, hier packe ich die Barren rein. Dann kann hier das Leder drin bleiben. Da packe ich, genau. Dann packe ich hier das rein. Ja, hier Fett und so. Dann packe ich da hinten wieder das Holz rein. Und hier den Barren. So, dann können wir jetzt losgehen. Da kann ich das eigentlich auch umstellen? Das wäre noch geil, wenn man den noch umstellen könnte noch. So, liegt hier sonst noch was? Wo geht's denn hier hin? Oha. Okay, hier werden wir aber einiges, glaube ich, durchsuchen können. Ich weiß halt nicht, wie lange man hier bleiben kann. Oh, Raw Meat. Nice. Zu essen. Was? Was, Jet Händen? Was jeden Händen? Achtung! Es ist gefährlich, die Void-Wesen zu füttern. Ja, das ist ja ein toller Hinweis. Werde ich mir mal merken. Wir heißen dich willkommen. Öffentliche Plätze. Ja, schön. Gebäude A, Gebäude B. Okay, pass auf. Ich gehe erstmal hier runter. Wir werden ja eh wieder nach oben kommen, schätze ich mal. Oder einfach unten durchgehen. Um auf die andere Seite zu kommen. Scrap Metal Wood. Kann man hier rauf? Nein, das geht nicht. Man ist von hier aus auch, fällt mir gerade auf, auch ohne Seil unterwegs, ne? Ich frage mich gerade, wenn man hier so abspringen würde, ob man dann... Ich will es gar nicht wissen. Ob man dann wohl in den Tod springt? So. Was steht hier? Engineer-Station. Ach so. Ist hier sonst noch was? Das war's schon? Ich bin enttäuscht. Soldat im Wunderland.
Aha. Der Soldat im Wunderland. Habe ich doch gesagt, wir sind hier im Freizeitpark. Aber gut, dass wir Fett gefunden haben, ne? So, hier unten war auch noch was, glaube ich. Genau, aber das, ich glaube, das war's schon. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sachen wirklich prozedural generiert werden. Wie hier. Aber wir kommen nicht nach oben irgendwie oder so. Es gibt keine Möglichkeit, nicht auf den Schienen rumlaufen. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie auch Türen aufzumachen. Okay. Oder nach oben ins Gebäude. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Bevor wir jetzt weiter düsen. Das sieht aus, als könnte man da rein. Aber frage ich, wie? Der Dings ist getriggert. Wie sagt man so schön? Der Wermut? Nee. Wermutströpfchen. Vielleicht geht es da auch einfach gar nicht rein und wir haben jetzt alles. Ja gut, haben wir das auch gesehen? Ich würde einmal einräumen. Barren haben wir nicht. Scrap Metal haben wir da. So, dann haben wir da auch wieder 5. Das kann hier rein. Das rohe Meat würde ich mal essen. Zieht zwar Energie ab. Hier haben wir Fett. Zweimal jetzt. Holz ist auch voll gewesen, ne? Ja, nicht ganz. So. Da ist nochmal Scrap Metal. Und was haben wir hier vorne eigentlich drin? Das Leder. Komm, packe ich auch nochmal Holz rein. Beziehungsweise, das kann ich auch im Ofen reinpacken. Warte. So, zweimal Wood. Jawohl. Habe ich das in meinem Inventar? Nein, okay. Wir brauchen Fett, ne? Warte mal. Fett brauchten wir. Dann brauchen wir... Was brauchen wir noch? Ich researche das jetzt mal. Fett, einmal diese Chemikalie. So. Und einmal Wood. Einmal Wood, einmal Wood, einmal Wood, einmal Wood, einmal Wood. Take. Ein. Dann können wir das researchen. Nice. Sehr schön. Mein Freund, wer auch immer du bist. Oder was auch immer du bist, keine Ahnung. Und dann brauchen wir das jetzt hier. So. Kann ich das jetzt hier bauen? Was habe ich denn jetzt eigentlich researched? Aha. Oh, okay. Können wir bauen. Nice. Geil. Brauchen wir erstmal Fuel. Kein Fett reintun. Zwei Stück. Blub, 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 blub. Weiß gar nicht, was brauchen wir denn jetzt noch für die andere Seite da? So, Pickup. Ah ja, ein Barren. Haben wir noch einen Barren übrig? Nee, ne? Oder? Mal mit. Oder hatten wir noch einen Barren übrig? Doch, haben wir noch sogar. Jetzt wird es natürlich hier sehr eng hier gerade mit den Kisten. Hier. Research. Researchen wir das mal. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Und Tina. Kann man bestimmt auch umstellen irgendwie. So, das hier rein. Das hier rein. Oder machen wir das anders? Machen wir das. Ach komm, scheißegal. Container-Rack. Lol. Und was noch? Plattform. Geil. Eine Plattform. Alter, was? Ihre. Ihre, ihre, ihre. Das brauchen wir. Uff. Das wird ja lustig. Das müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir alles dafür brauchen. 4 Barren. Die machen wir ganz zum Schluss. Wir müssen jetzt erstmal 2 Federn, 2 Kugellager und 2 mal Schrauben.
Zwei Federn, zwei Kugellager, zwei Schrauben. Dazu brauchen wir wahrscheinlich sowieso erstmal jede Menge Barren. Weiß wie gesagt nicht, wie lange man hier bleiben kann, keine Ahnung. Ob man irgendwann nie rausgeschmissen wird. Nicht, dass irgendwann hier gesagt wird, hör mal, du, ist vorbei. So, also zweimal Schrauben brauchen wir. So, dann brauchen wir zweimal Kugellager. Da brauchen wir das Ding für. Okay, dafür haben wir kein Fett mehr, ne? Nein, wir brauchen wieder Fett. Mist. Was ist das hier? Resin. Need to create useful items and substance. Okay. Resin. Okay, wofür das auch immer sein mag. So, machen wir direkt weiter. Wir werden eh noch ein paar brauchen. Nein. Scrap Metal. So, was brauchen wir noch? Neben, abgesehen von Kugellager, wir brauchen noch Federn, ne? Auch zwei Stück. Die schieben wir schon mal her, also brauchen wir nur noch Fett. Dann können wir uns quasi an erweiterten... So, zweimal Schrauben, zweimal... Zweimal Schrauben, zweimal Federn und... Vier Barren und zwei Kugellager. Uns fehlt Dings, die haben wir aber... Haben wir alles schon an... Hä? An Scrap Metal haben wir alles schon weg. Das war alles an Scrap Metal? Alles weggeblasen. Alter Schwede, geht das schnell hier. Wir haben alles an Scrap Metal weggeballert, ne? Die Kisten sind schon wieder leer. Leer, leer, leer. Ja gut, da ist jetzt noch ein Barren drin, den können wir mal nach vorne packen. Aber im Großen und Ganzen ist alles leer, auch kein Holz mehr. Das ist das einzige Holz und Barren, was wir noch haben. Gut, können wir weiter. Wow! Okay. Deep in the void. Yeah. A terrible carnivore creature is drawing closer to its prey. Was? Our heroes should be more vigilant in the future. Okay. Näher zu seiner Beute. Was für eine Beute? Ich will nicht seine Beute sein. So, Scrap Metal. Wir brauchen Fett, ne? Fett. Nein, da komm ich nicht. Doch, komm ich dran. Wir brauchen also Fett. Oh nein, die Kreatur kommt immer näher zum... zu seiner Beute. Das ist natürlich nicht gut. Ich frage mich, ob wir, wie gesagt, noch anders an Fett kommen, als wie an den Kreaturen. Oder halt jetzt gerade da beim Depot. So, dann würde ich sagen, füllen wir mal wieder die Kisten umbauen, ne? Das wäre noch irgendwie ganz geil. Kann man hier... Crafting Book, Place, Rotate, Exceed. Construction Modus. Aber man kann den jetzt nicht abbauen mehr, oder wie ist das? Oder braucht man da später einen Hammer für oder so? Naja, gut. So, pass auf, dann packe ich hier mal ein bisschen was rein. Hier kommt das Holz rein. Da Scrap Metal. Und dann würde ich sagen... Ja,
Machen wir hier mal das ganze Gedöns. Was? Was ist das denn? Ja, haut ab, oder was? Wo ist er hin? Komm mal hier hin! Vielleicht hast du Fett bei dir! Noch ist er nicht tot. Vielleicht kommt er ja wieder. Weil ich muss ja auch, der muss ja auch näher bei mir sein, ne? Von jetzt erschieße. Oha, Alter! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel Leben der noch hat? Hilfe! Kann er mal hier hinkommen? Was ist denn mit dem? Der weiß, was dem blüht. Alter. Piu, piu. Unsere erste Angelsession hier, oder was? So angelt man sich Fische. So wird modern geangelt. Kommst du mal bitte zu mir? Na komm, ein Schuss noch. Ja Mann, Fett. Das ist genau das, was ich brauche. Huch. Da fliege ich noch durch das Fett. Ja, das, schön ist er. Schön ist er, muss ich sagen. Er ist sehr schön. Ja, ja. Gut. So, dann haben wir ja alles, ne? Oder? Warte mal, wir mussten... Was mussten wir nochmal herstellen? Dieses Ding, ne? Das hier, ne? Einen von den grünen Teilen brauchen wir noch. Das war irgendwo hier. Da. So, warte. Stellen wir das mal her. Ich hoffe, wir brauchen einen... Ah, nee, wir brauchen zwei davon, ne? Weil wir brauchen ja zweimal Kugellager. Das heißt, wir brauchen nochmal Fett. Naja, gut. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, wir brauchen nochmal so ein Teil. So ein Mist aber. Habt ihr vielleicht Fett bei euch? Huch, was ist das denn? Ich will dahin. Was hat der da, was hat der da gedroppt? Ist das Leder? Das ist Leder. Vielleicht kriegen wir ja doch Fett von denen. Ja! Juhu. Oh, die sind... Oh nein, wie du kleiner Scheiße. Kleiner Scheiße. Das ist ja nice. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Einmal so ein grünes Teil noch, was da drüben rumschwirrt. Und dann können wir eine Verlängerung bauen. Juhu! Ich bin so gespannt. So. Sehr schön. Nice. So, zweimal Kugellager. Wo haben wir die Sachen reingepackt gehabt? Frage ich mich jetzt gerade. War das hier vorne? Da. So, dann wollen wir mal. Alter. Das müssen wir aber jetzt erstmal bauen. Wir haben es jetzt erst quasi entdeckt, ne? Also erstmal geresearched. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie man das baut. Storage, Produktion, Dekor, Building. Wie baut man das denn jetzt? Eine Workbench? Tutorial. Preparing. There are interesting things ahead of you, including expanding your train at one of the following depots. You need to be prepared.
prepared for this. So gather resources, craft parts and full deploy yourself. Okay. Aber wie kann ich denn jetzt hier Dings bauen? Hallo, ich will hier anbauen. Also sollten wir uns auf jeden Fall ausrüsten. Na gut. Ein Brett, ein Baumstamm, haben wir den? Haben wir. Dann machen wir das andere auch noch. Komm. So, Research Table. So, haben wir. Das konnten wir aber, glaube ich, bauen, ne? Das war, glaube ich, hier. Guck mal, hier so ein Regal quasi. Alter Schwede, das ist ja cool. Oh mein Gott, das wird noch richtig, richtig lustig. Was kommt denn als nächstes hier zu entdecken? Ja, eine Küche. Endlich können wir kochen. Juhu. Okay, dann können wir hier einen Sterilisierer, quasi eine Heilung und einen Verband. Das sind die nächsten Research-Objekte, die wir machen werden. Und wir werden natürlich unseren Train erweitern. Mal gucken, wie das geht. Wir werden das wahrscheinlich rausfinden. Ja, das alles. Und noch viel mehr bei Voyage Train. Und ich fliege durch die Gegend. Und dann sehen wir uns hier bald wieder. In einer weiteren Folge. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, denn es bleibt auf jeden Fall spannend. Also, bis dann. Tschüss.